Hallo MOBA-Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute geht es weiter, Modellbau Teil 15. Und die Tutorials, die ich versprochen habe, die kommen natürlich noch. Aber der Teich, so wie er werden sollte, ja, ist leider in die Hose gegangen. Das heißt, ich habe ihn nochmal rausgehackt und muss dann nochmal neu bauen. Deswegen wird das Tutorial noch ein bisschen dauern. In dem Tutorial werde ich allerdings das Missgeschick und so weiter alles zeigen, dass euch das Ganze nicht passiert. Genau, dann ja, Gleiseschottern hatten wir in der letzten Woche. Zum Begrünen, da will ich auch was Neues ausprobieren. Da warte ich noch auf ja, gewisse Produkte, die ja, ein bisschen auf sich warten lassen. Deswegen dauert es damit noch. Ja, Büsche bauen, das kommt natürlich auch noch. Nur dazu will ich erstmal das Gelände fertig haben, damit ich weiß, was für Büsche, welche Größen und so weiter ich überhaupt brauche. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach, oder was heißt einfach, zeige ich euch heute den Fortschritt an meiner Bahn. Denn in Berthelsdorf ist wieder ein bisschen was passiert, oder ist ein bisschen was passiert, weil das war ja quasi noch gar nichts. Und die Schritte, die ich da gemacht habe, oder wie weit ich da jetzt aktuell bin, das zeige ich euch heute im Video. Also viel Spaß damit. So, und los geht's damit, dass ich hier diese Telegrafenmasten von Auhagen gekauft habe. Die habe ich allerdings nicht so gelassen. Die habe ich noch mal so abgeschliffen, beziehungsweise gar nicht wirklich geschliffen, sondern mit so einem Cuttermesser drüber gefahren, dass das so ein bisschen rau wird und dann grau gestrichen. Und meine Frau hat hier oben diese, wie heißen die, Isolatoren, glaube ich, heißt das, dann noch entsprechend weiß gestrichen. Ja, die sollen irgendwann einmal komplett an der Straße entlang gehen und dann eben auch bespannt werden mit der Stromleitung. So, dann sind wir hier in Berthelsdorf. Da war ja bis jetzt noch gar nichts, außer dieses Brett, was man jetzt auch da hinten noch sieht. Ansonsten war da nichts. Da habe ich mal so ein bisschen angemalt, wie es werden soll, wo der Bahnhof hinkommen soll und so weiter. Und habe hier angefangen mit Styropor das Gelände grob zu formen. Das habe ich wieder mit meinem Selbstbau Schneider, Heißdrahtschneider so zurechtgeformt, dann aneinander geklebt eben und da hinten hingeformt und hier vorne die Ecke, die noch zum Tunnelportal geht, noch mit diesem Fliegendrahtgitter abgespannt, damit man eben hier die ja den Gips dann da auftragen kann. Aber bevor wir zum Gips kommen, ist hier noch der Felsen in der Ecke. Der soll dort hinkommen. Natürlich nicht mit diesem Pappedeckel dahinter, das kommt noch alles weg. Aber zu diesem Felsen, also zu diesem Stück da hinten, gibt es nochmal ein extra komplettes Tutorial, wo ich zeige eben, wie ich Schritt für Schritt Felsen baue, wie ich die dann bemale und so weiter. Da gibt es ein komplettes Tutorial dazu. Deswegen nur hier am Rande, das Ding ist auch mit. Ja, geformt worden bei der Gelegenheit. Und natürlich hat noch ein Tunnelportal gefehlt. Und das habe ich auch gebaut und hier entsprechend eingebaut. Ja, und hier sieht man schon, hier ist wieder das Klopapier bzw. das Küchenkrepp schon auf dem Felsen. Das habe ich wieder hier angebracht, ringsrum, dass eben alles schön später mit Spachtelmasse und so weiter bearbeitet werden kann, dass man hier keine ja, scharfen Kanten mehr hat sozusagen, dass das alles schön dicht ist. Ja, die Methode kennt ihr schon aus dem letzten Modellbauvideo. Ja, jetzt kommt wieder der gute Knauf-Füllspachtel dran und hier auch so wieder alles natürlich keine Werbung, ne? Also ich habe hier wieder alles selbst gekauft natürlich, ja. Ja, also hier wie gesagt der Füllspachtel wieder mit Wasser gemischt. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Und hier wird jetzt wieder alles schön ausgespachtelt und die Felsen geformt. Die Felsen habe ich diesmal auch ein bisschen gröber gemacht. Da will ich an dem Bereich Berthelsdorf auch noch ein bisschen was anders machen wie sonst. Aber das kommt im Felsbau-Tutorial. So. Außerdem, ja, die Straße ist runtergeformt hinten, die Mauer, das zeige ich euch gleich noch, eben die dann das Ganze abstützt, oben unten eine kleine Mauer. Ja, eben das Gelände geformt und so sieht es jetzt nochmal
von vorne aus der ganze Blick im Prinzip. Hinten schön die Straße runter, da oben links in der Ecke, da kommt noch eine kleine Villa hin, kleiner Garten, der Rest dann hinten Wald und Büsche. Genau, ja, und so sieht das Ganze quasi jetzt aus, nachdem ich die Felsen auch bearbeitet habe. Die sind diesmal, wie gesagt, ein bisschen grober. Und ja, und da hinten oben seht ihr schon, da hat die Mauer so Steine bekommen. Ja, und diese Steine habe ich hier mit dieser kleinen Graviermaschine und dem Pinsel gebaut. Da habe ich den feinsten, ja, Gravierbohrer, das ist so ein Mini-Dremel, ne, reingebaut, und damit habe ich die Felsen bzw. die Steine geformt. Und hier sieht man das mal, wie ich das gemacht habe. Wenn der Gips ungefähr 2 Tage alt ist, geht das perfekt, ja, dieser Füllspachtel. Und da kann man wirklich, das geht wie Butter, kann man da wunderschön diese Steine reinformen. Und ich denke, das sieht richtig cool aus. Ja, hier sieht man das. Ja, wenn das Ganze gemacht ist, dann einmal schön mit dem Pinsel immer wieder abkehren, dass ihr seht, was ihr gemacht habt. Ja, das ist wunderbar. Ja, und so sieht dann diese Mauer aus, wenn sie einmal komplett fertig graviert ist. Und damit die Struktur noch besser rauskommt, einfach mal waschen. Also das ist jetzt kein Endergebnis, die wird noch ganz normal farblich behandelt. Das ist einfach nur, um zu sehen, wie es geworden ist, denn das kommt jetzt noch mal viel besser quasi raus. Ja, und hier noch mal ein bisschen rangezoomt und hier noch das Bild passend dazu, eben wie diese Mauer eben gewascht, und daneben sieht man eben ungewascht, ne? Ja, hier noch mal die komplette Mauer bis hoch, also oberhalb der Straße, die eben da diesen ja, Hang da abstützt. Ja. Hier auch noch mal ein kleiner Schwenk über eben genau diese Mauer. Hier auch, die wird dann noch komplett gewascht. Ne? Hier habe ich nur vorne mal geschaut, wie es denn aussehen könnte. Ja, auch hier die Felsen sind einmal gewascht, und ihr seht schon, die sind bedeutend, ja, felsiger, ne? Wie die anderen, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja, hier noch mal die Tunnelportalecke von, wo der Felsen eben noch steht, und dann diese Mauer, Natursteinmauer anfängt. Ja, dann ist mein 3D-Drucker, den kanntet ihr ja schon, da habe ich sogar ein Tutorial gemacht mit dem PLA, heißt das, glaube ich, FLM, keine Ahnung. Der ist mir leider kaputt gegangen, und deswegen habe ich mir gesagt, ich hole mir so einen Harzdrucker, der eben mit Resin läuft, und da habe ich mir hier den Anycubic Photon geholt. Und mit dem kann man echt richtig coole, feine Sachen machen, die Fenster und so weiter. Also das kann alles so filigran, das ist echt Wahnsinn. Ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, also hinterher, ne, man muss da ziemlich viel Sauerei, aber das Ding ist echt richtig gut. Den habe ich mir geholt, da werde ich aber auch nochmal ein extra Video zu machen. Ja, und jetzt brauchen wir nämlich genau diesen Roller, diesen 3D-Drucker, denn ihr seht hier das Grüne. Da habe ich mir so ein Pflastersteinroller gebaut, weil den ich schon hatte, der ist erstens nur halb so breit, wie ich den bräuchte eigentlich, ja, und zweitens war mir der nicht tief genug. Also dieses Pflaster, das sieht man nicht so richtig schön, und deswegen wollte ich das ein bisschen grober haben und habe mir da einen Pflastersteinroller eben gedruckt. Und ja, und die Straße bauen wir jetzt, und dazu brauchen wir wieder die Modelliermasse. Nehmt die von das. Wie gesagt, das ist keine Werbung, aber die ist wirklich die beste. Die zieht sich nicht zusammen, die reißt nicht, die ist perfekt. Ich habe viele ausprobiert. Das war die einzige, die wirklich super funktioniert hat. Dann braucht ihr Holzkleber. Ich nehme diesen Mod Podge wieder, weil der einfach länger ja, flüssig bleibt, ein bisschen dünner ist. Ist für den Straßenbau bedeutend besser geeignet als zum Beispiel Ponal. Und so eine Rolle, wo ihr diese Modelliermasse rollen könnt. Ja? Ich habe hier so eine aus Edelstahl mit so Distanzring auch, dass ich von der Höhe in die Tiefe komme, dass die schön gleichmäßig glatt wird. Aber ihr könnt natürlich ein normales Nudelholz auch nehmen. Ne? So, und da fangen wir jetzt erstmal an und nehmen uns da ein bisschen von dieser Modelliermasse aus dem Paket raus und kneten das so richtig schön, dass das ja, eine richtig schöne, eben geschmeidige Masse wird. Und dann rollen wir uns hier so eine Wurst, sage ich jetzt mal, dass wir so ungefähr
wenn wir das ausgerollt haben, dann auf eine 6 cm breite Straße kommen. Es muss natürlich ein bisschen breiter sein, dass wir es noch gerade wegschneiden können. Aber ja, hier sieht man das jetzt. Da wird das Ganze gerollt, bis es eben die richtige Höhe hat, schön glatt ist. Und ja, das Ganze jetzt noch mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, dass ihr seht, wie das am Ende wird, was ich da eben tue und mache. Ja, und wenn das Ding fertig gerollt ist, dann wird links und rechts abgeschnitten. Dazu lege ich mir hier den Pflastersteinroller hin. Der ist genauso breit, wie eben meine zweispurige Straße sein soll. Nehme dann hier eine Wasserwaage und so eine kleine Spachtel und schneide das einmal ab. Einmal hier auf der einen Seite. Dann kann man das einfach wegnehmen. Gleich wieder in die Packung reinpacken, dass das nicht ja, hart wird. Ja, immer schön so eine Tupperdose, die luftdicht ist. Kann man das super lagern, das Zeug auch, nachdem man das mal aufgemacht hat. Ja, dann hier die andere Seite schön ausmessen, so eine schöne gleichmäßige Straßenbreite habt. Ja, die andere Seite abschneiden. Ja, danach nehmt ihr die komplette Straße mit auf die Stelle der Anlage und streicht da, wo die Straße hin soll, schön mit dem Pinsel eben den Holzkleber drunter. Wie gesagt, ich habe hier den Mod Podge genommen, mit dem komme ich da bedeutend besser klar wie mit Pronal. Der Pronal ist mir da zu zähflüssig, zu dickflüssig, geht auch zu schnell zu. Der Mod Podge ist da besser. Ja, und dann nehmt ihr die Straße und legt die einfach drauf. Ich habe jetzt hier natürlich super meinen Arm vor der Kamera, aber ja, ging leider nicht anders von der Position her. Ja, und jetzt legt er die auf. Bei mir ist natürlich noch der Schienenübergang, der Bahnübergang, da muss man ein bisschen genauer gucken, ne? Und dann eben auch hier die Kurve, da kann man das einfach so ein bisschen, ihr seht das so ein bisschen drücken, ne? Und eben an die Kurve anpassen. Und dann ist das wunderbar, ein bisschen vorsichtig andrücken. Ja, und dann nehmt ihr den Pflastersteinroller. Perfekt ist es natürlich, wenn die Straße richtig komplett glatt ist, weil dann braucht ihr genau das nämlich nicht machen, dass ihr nochmal zurück müsst. Das ist eigentlich nicht so gut. Das ist eigentlich sogar Pfusch, ne? Genau, und fahrt dann hier einmal schön über die Straße drüber und habt ein wunderbares Kopfsteinpflaster. Nochmal ein Blick von oben. Ich denke, das sieht doch ganz cool aus. Und hier nochmal der komplette Bereich, eben oben zur Villa da, der Abzweig mit dem kleinen Parkplatz daneben. Und hier geht die Straße jetzt runter an der Mauer entlang, macht hier einen Bogen und führt dann hier vorn zum Bahnhof. Ja, und dann brauchen wir natürlich wieder Häuser. Die baue ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen anders. Und hier seht ihr, ich nehme Millimeterpapier, mal das Ganze auf. Und ja, jetzt habe ich hier wieder, es ging ja um die Weihnachtsgeschenke, ne? Da habe ich jetzt hier diesen Chopper oder wie man das genau ausspricht, ja. Die Frau hat gesagt, sag um Gottes Willen nicht Chopper, ja. Genau, mit dem kann man super diese Leisten schneiden. Habe ich hier 2 mm Leisten eben fürs Fachwerk. Dann hier einmal auch ein Weihnachtsgeschenk meiner Frau. Unten diese Klötzer zum Beschweren. Das ist so Stahl, ist perfekt. Sind im rechten Winkel und sind hundeschwer. Kann man super nutzen. Und diese Winkel, die sind mit Magneten. Damit kann man das Haus richtig perfekt ausrichten zum Verkleben. Richtig coole Geschichte. Ja, so sieht dann das Haus aus, nachdem die ersten Balken und die ersten Querbalken eingeklebt sind. Alles mit Holzleim natürlich. Ja, hier sind jetzt die ersten Fenster und Türen aus dem Drucker und ihr seht schon an der Tür, man kann da eine kleine Türklinke ranmachen, alles, ne? Das ist perfekt. Die sind jetzt hier allerdings noch nicht gestrichen. Das Resin ist halt so, dieses so grünlich durchsichtig. Die werden noch gestrichen, die halten auch die Farbe perfekt. Ja, hier sind sie jetzt gestrichen. Ich fand dieses Grün ganz nett. Deswegen die Balken, die sollen halt dunkelbraun werden, ne? Und die Fenster dann grün, der Putz dazwischen weiß. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Ja, hier sind jetzt die Querbalken alle, das Tragwerk komplett
eingebaut. Und jetzt fange ich noch an hier, weil es soll ja wieder eine Inneneinrichtung rein, ne? Hier unten noch die Dielenbretter einzubauen. Und hier sehen wir jetzt den aktuellen Stand von meinem Häuschen. Ja, ich hoffe mal, dass es was wird, aber ich gehe mal stark von aus. Und ja, das ist der aktuelle Stand, den es aktuell auf meiner MOBA gibt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, diesmal ist es kein fertiger Abschnitt oder so, weil meistens habe ich ja diese Modellbauteile, das quasi ein abgeschlossener Abschnitt ist. Ist diesmal leider nicht so. Wie gesagt, auf ein paar Sachen warte ich noch. Und ja, es dauert auch alles ziemlich lang, bis man das halt ordentlich auch gebaut hat. Deswegen nehmt es mir bitte nicht übel, dass ich heute kein Endprodukt zeigen kann. Aber ich denke, das ist erstmal wieder so ein Update und ihr seht den aktuellen Stand und freut euch vielleicht dann schon auf die nächsten Modellbauvideos, wo das Ganze dann weitergebaut wird. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt oder eure Meinung, wie immer, unten in die Kommentarbox, da freue ich mich immer sehr drüber, beantworte ich auch super gern. Wenn es euch gefallen hat, klar, einen Daumen hoch, aber das macht ihr sowieso alles, brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen. Deswegen, ja, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, wenn ihr es heute gleich wieder angeschaut habt um 10:30 Uhr und ansonsten wie immer eine schöne Woche, was auch immer. Und bleibt mir gesund. Schaut nächste Woche wieder rein, 10:30 Uhr kommt das nächste Video und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Tschüss und bye bye.